Willkommen zurück zu Agatha Knife. Und wir schauen mal, was jetzt hier so passiert. Was? Sagte sie, als sie in diese komische Dimension geschmissen wurde. Agatha. Oh, hallo Sandro. Achso, das war Sandros Stimme, okay. Wenn ich nichts sehe, weiß ich nicht, wie ich es vertonen soll. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Teufel oder so. Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Im Moment bin ich in deinem Kopf. Du wiegst wohl nicht viel, ich kann nichts spüren. Ich bin in deinem Verstand, Agatha. Ich verwende meine Kräfte, um dein ruhendes Imaginarium mit der Realität zu verbinden. Mit anderen Worten, ich navigiere dich durch deine Imagination. Und wenn alles gut läuft, wird der Gott des Karnivorismus auftauchen. Das sagen zumindest die Karten. Okay. Gut, ich merke, dass du anfängst, mir zu vertrauen. Das ist die richtige Einstellung. Ich glaube nicht, dass ich eine Wahl habe. Naja, ich schätze, damit kann ich arbeiten. Wie auch immer, kannst du mir sagen, was du siehst? Im Moment ist es sehr dunkel. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass ich in einer Blutpfütze stehe. Noch etwas? Ist da jemand bei dir? Ich glaube nicht. Moment mal. Ich kann einen Schatten sehen. Ich glaube, da kommt etwas auf mich zu. Und es ist riesig. Wow, es ist ein riesiges Schwein. Ein Schwein? Ah, das ergibt Sinn. Hallo, riesiges Schwein. Ja, das bin ich. Und wie heißt du? Oh, und tut es weh? Okay, das ist gut. Das bist du also? Okay, warte kurz. Hey, Sandro. Was gibt es? Ich habe den Gott des Karnivorismus gefunden. Oh, wirklich? Ja, es ist ein riesiges Schwein namens Großes Blutendes Schwein. Also das große blutende Schwein. Moment, er will mir etwas sagen. Ja? Okay. Ja, manchmal kann das passieren. Ich mag es auch fast roh. Okay, Agatha, du hast den Gott des Karnivorismus kennengelernt. Das ist alles, was wir brauchen. Verabschiede dich und ich trenne die Verbindung. Da, ja, du hast recht. Würstchen sind sehr unterbewertet. Agatha? Ah, ist das überhaupt möglich? Innen? Hörst du zu? Hörst du mir zu? Agatha? Komm sofort zurück. Ernsthaft? Das reicht. Ich muss sie zurückbringen, bevor es zu spät ist. Und was muss ich tun, um hereinzukommen? Moment, wohin gehst du? Schon? So früh? Aber ich brauche deine Hilfe. Warum? Aber ich habe gesagt, ich will reingehen. Bitte geh nicht. Großes blutendes Schwein. Großes blutendes Schwein. Es ist vorbei, Agatha. Ich habe dich von deinem ruhenden Imaginarium gerettet. Wie er immer böse guckt. Warum hast du mich getrennt? Ich habe mit dem großen blutenden Schwein abgehangen. Agatha, das große blutende Schwein existiert nicht. Was meinst du damit, es existiert nicht? Er kam mir real vor. Nun, er ist nicht real. Du hast das große blutende Schwein mit deiner Vorstellungskraft erschaffen. Es basiert auf allen ruhenden Gedanken in deinem Kopf. Und auf meinem unglaublichen Cocktail natürlich.
Damit das alles funktioniert, musst du andere davon überzeugen, dass er existiert. Aber egal was, du musst daran denken, dass das große blutende Schwein nicht mehr ist als ein Werkzeug. Nur ein weiteres Teil im Karnivorismus-Puzzle. Ach, deswegen hat er auch gesagt, keine Drogen, okay, gut. Damit nämlich, wenn er uns irgendwelche Drogen einflößt, dass nichts Unerwartetes auf den Plan tritt. Also hat er uns gerade schön mit Drogen abgewuselt. Wie auch hier in der einen Flamme, die grüne Flamme, die da relativ mittig, also hinter Agatha flammt, ein kleines Gesicht hat. Ein ausgedachter Gott für eine ausgedachte Religion, okay? Das ist schade, wir hatten uns so gut verstanden, aber ja, ich verstehe. Das große blutende Schwein existiert nicht, weil ich ihn erfunden habe, aber ich kann ihn als Gott des Karnivorismus einsetzen, um... Hey, wen muss ich überzeugen? Mach dir darüber im Moment keine Gedanken. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir finden müssen, aber bevor ich es vergesse, worüber haben du das große blutende Schwein geredet? Was spielt das für eine Rolle, wenn nichts davon real war? Es war nicht real, aber vielleicht könnte das, worüber er geredet hat, nützlich sein. Na klar, nun, es hat mir gesagt, dass er Würstchen sehr mag und dass er sein Fleisch fast roh mag, so wie ich. Er hat auch erwähnt, dass er tief im Innern alles hat, um meine Probleme zu lösen. Interessant. Und was bedeutet das genau? Ich weiß es nicht, gerade als er es erklären wollte, hast du mich getrennt. Tut mir leid, aber ich habe dich gerettet. Ich habe mit dir geredet, aber du hast nicht reagiert. Wenn ich dich nicht rechtzeitig getrennt hätte, wärst du für immer in deinem eigenen Verstand gefangen gewesen. Ah, na in diesem Fall danke. Kein Problem. Vielleicht sollte ich mehr von dem Trank aus der Flasche trinken, damit ich wieder mit dem großen blutenden Schwein reden kann. Das ist keine gute Idee, es ist zu früh. Du solltest zwischen deinen Reisen in dein ruhendes Imaginarium mehr Zeit vergehen lassen. Ah. Wie auch immer, das spielt keine Rolle. Lass uns den nächsten Teil des Karnivorismus finden. Ja, wir gehen immer mit dem Flow. Wir haben einen Gott. Jetzt brauchen wir eine heilige Schrift. Und in dieser Schrift werden wir alle nötigen Prinzipien zusammentragen, um sicherzustellen, dass der Karnivorismus Sinn ergibt und nützlich ist. Und was sind das für Prinzipien? Na, such zuerst eine Schrift, wir kümmern uns später um die Prinzipien. Okay. Wir brauchen ein dickes Buch mit vielen Seiten. Das heißt, vielen leeren Seiten. Existiert so etwas überhaupt, ein Buch mit leeren Seiten? Ich weiß nicht, du wirst nach einem suchen müssen. Und wenn du keins finden kannst, kannst du selbst eins herstellen. Okay, ich überlege mir was. Ich gehe raus, sehe mich um und suche mal. Exzellent. Ah, übrigens, da wir gerade von der heiligen Schrift des Karnivorismus reden, der Einband sollte eventuell rot sein. Gefällt mir. Okay, dann ist es beschlossen. Finde ein Buch mit vielen leeren Seiten und einem roten Einband. Wenn du es hast, schreiben wir die Prinzipien einer neuen Religion auf. Und damit hätten wir die heilige Schrift des Karnivorismus. Und wir sind einen Schritt näher an der Lösung deiner Probleme. Ich mach dann mal weiter. Viel Glück. Und denk daran, wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer die Karten befragen. Okay, aber zuerst muss ich mich umsehen und schauen, was ich finden kann. Wie du willst, du weißt, wo du mich findest. Ruhender Verstand. Ach ja, verrückt, verrückt, ganz verrückt hier alles. Aber jetzt genau da lassen, wo sie sind. Warum? Deswegen glaube ich nicht, dass sie nützlich wären. Na dann, lassen wir Sandro hier erstmal rumspuken. Bin fertig, Mutti. Warum kommt keiner mehr in den Laden? Keine Ahnung, Agatha. Ach, du weißt besser als jeder andere, dass unser Fleisch mal Spitzenqualität hat und ich kann nicht noch weiter mit den Preisen runtergehen. Wenn wir nicht bald ein paar Kunden bekommen, werden die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Oder mehr Tiere kaufen können, um Fleisch zu verkaufen. Wenn das so weitergeht, müssen wir den Laden schließen. Und wir haben keine Tiere mehr. Ach Gott, ich hoffe, wir finden bald eine Lösung. Wir bekommen die Kunden zurück, Mama, vertrau mir. Schon bald werden wir viele Tiere im Schlachthof haben und die Theke wird vollgepackt sein mit gutem frischen Fleisch, genau wie zuvor. Danke, Agatha, du bist meine Lieblingstochter. Oh, habe ich ein Geschwister? Nein. Bis später, Mama. Okay, ich bin hier. Das ist ganz verrückt. Was können wir denn hier draußen noch so? Erledigen. Das ist ein lächerlicher Preis für sowas Gutes wie Fleisch. Ich muss tun, was immer nötig ist, um es für den richtigen Preis zu verkaufen.
Wer hängt denn da? Ein Mann, der nach etwas in der Mülltonne sucht. Hallo? Bleib, wo du bist. Das ist Stanleys Territorium. Was willst du? Hast du ein dickes Buch gesehen, in dem nichts geschrieben steht? Ein dickes Buch, wo nichts drin steht? Was für eine Art Buch ist das denn? Nee, sowas habe ich nicht. Und selbst wenn, würde ich es dir nicht geben. Wonach suchst du? Alles, was interessant oder nützlich sein könnte. Und wenn ich eine Gummipuppe finden würde, wäre das cool. Aha. Was ist das für ein Zeug da drüben? Eine Luftmatratze, eine Sammlung von Videokassetten, eine Videospielkonsole und eine Zeitung. Neo Geo. Und das gehört alles mir, also bleib weg davon. Ist das deine Katze? Das ist mein Kumpel, er arbeitet, bereitet sein Essen vor. Ich lasse dich allein. Gut. Stanleys Katze. Sie kocht eine Sardine. Eine Videospielkonsole, eine Luftmatratze, ein paar Videokassetten und eine Zeitung. Nichts Interessantes. Was ist denn hier? Es gibt Leute, die denken, dass ich da wohne, aber das ist das Haus meiner Mama. Ich lebe im Hinterzimmer der Metzgerei, was viel cooler ist. Tier und Fleisch sind das Beste, was es gibt. Rabenmutter. Eine dieser Fotoautomaten. Man geht rein, die Maschine macht Fotos von einem und druckt sie dann aus. Ah, das brauchen wir sicher noch. Ein Bild von uns. Und dann nehmen wir dafür das Geld aus dem Sparschwein im Hinterzimmer oder so. Musst du erst Geld reinstecken. Wicked. Now on the address. Ja, gab's ja wirklich hier, ne? Wicked als Musical. Comic Sans. Ah, da heißt der Laden Comic Sans. Geschrieben in der Schrift Comic Sans. Ist ja albern. Ein Link. Und hier, Dragon Ball. Gibt's ja gar nicht. Bing? Das könnte von Doge sein. Das Ding hier sagt mir jetzt ad hoc erstmal nichts. Das könnte Mickey Mouse sein. Das ist Attack on Titans. Ja, Alien. Alien. Das ist natürlich hier Batman. Manga. Wiu, die Winkelkatze. Gehen wir mal rein. Oh Gott. Also irgendwie ist hier... Dieser Ort ist voller Sachen für Geeks. Das vertone ich gerade nach, weil... Guck mal hier, Vocaloid-Figuren und Gedöns. Nee, das vertone ich nach, weil hier ein Stückchen was fehlt. Hier sind ein paar... Ich glaube, das sind Actionfiguren von Charakteren aus Comics und Videospielen. Sieht aus, als wären sie ziemlich gut gemacht. Aber es sind wirklich jetzt nur noch, wir haben die Hälfte schon durch von dem, wo mir die Audiospur fehlt. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, keine Ahnung. Was haben wir da unten gehabt? Weil ich habe es ja eben aufgenommen und bin jetzt gerade am Rendern. Man braucht Freunde, um diese Spiele zu spielen und ich habe keine. Ich verstehe mich mit Niga, aber wie auch immer, ich mag dieses Zeug sowieso nicht. Bisschen traurig ist das schon, ne? Guck mal, Hamstergedöns, hier da, Pika-Suit und Pedobär-Suit. Unglaublich. Jetzt sind wir wieder drin. Ciao aus der Post-Production. Kartonkostüme und T-Shirts, schätze ich. Blade Ruiner von Blade Runner. Warte mal, was ist denn da? Moon? Schild. Was? Kann ich nicht lesen, das ist so klein. Habe ich hier eine Lupe? Ich glaube nicht. Ja, One Punch Man habe ich auch gesehen. 3000, das ist halt eine Verarsche von 300. Das sagt mir auch was. Das Logo. Mensch, aus welchem ist das nochmal? Es lädt mir auf die Zunge. The Core of the Sun. A Clockwork Orange. The was? Django. Das ist doch hier der... Na, der Schwarze, der dann da ausgebrochen ist. Inception, natürlich. American Pie, das ist so albern. Transformers, ja. Ben-Hur. Too Much Love. Dogma, auch der ist auch... Der Dogma, der Film würde zu dem hier passen. Was ist das? Shaolin. Forever After. Into the Woods, der ist auch relativ neu.
Was haben wir noch? Transmorphs. Jaws. Ach, das ist doch hier der... Jaws ist halt die englische Bezeichnung vom weißen Hai. Da hieß er einfach nur Kiefer. Dancer in the Dark Cocoon. Sherlock 2001, ja, das ist ja relativ bekannt. The Hole, Memento, American Beauty. Ganz viele Klassiker. American Psycho. Battlestars. Wahrscheinlich ist das von Star Wars. Ultimatum. Gott, wie viel hier versteckt ist. Arkham Asylum hier natürlich. Captain America nachgemacht. Ja, R for Revenge ist V wie Vendetta eigentlich. Ach, so viele Anspielungen überall. Und es ist schön, wenn man sie alle versteht. Superhelden, Comics und andere solche Dinge. Was steht da noch? Trans. Ach so, das ist X-Men. Und da hinten, ja, Captain Canada. Kann ich nicht lesen. Das ist das Asylum-Gedöns. Hyperboy ist wahrscheinlich von Mega Man. Das könnte Doctor Who sein. Verrückt. Hier, eine Jedi-Ausrüstung und ein X-Fighter aus Star Wars. Ein Modell von einem Flugzeug oder ist es ein Raumschiff? Nicht sicher, ich weiß nicht viel über das Zeug. Vielleicht könnte man die Kutte gebrauchen, die Jedi-Kutte, weil es rot. Sieht aus wie ein Bademantel oder ein Kuschelmantel. Ich verstehe nicht, warum er in einem Glaskasten ist, als wäre er etwas Wertvolles. Na, wird wahrscheinlich teuer sein. Poster mit Zeichnungen. Ich mag das mit dem Bären und der Ente. Aber im Schlachthof würde es nur mit Blut voll gespritzt werden. Dann müsste ich es wegwerfen. Verrückt. Ach, guck mal. Akira, ein ganz bekannter. Siedler von Catan kennt man. Pandemonium. Vampires. Hier im Magic-Gedöns. Mein Gott, haben die hier viele Anspielungen reingehauen und sie hatten Nintendo DS in der Hand. Das ist ein Album mit vielen Karten und Brettspielen. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich mag das hier. Ach, hier unten haben wir auch noch was. Der ist wahrscheinlich aus, könnte ich mir vorstellen, aus God of War. Das sagt mir von hinten wenig, aber das wird Godzilla sein. Ein Star Trooper. Irgendein Zauberer. Da ist wahrscheinlich Totoro von hinten. Das ist ein Gundam aus den 80ern. Boah, was haben wir denn hier? Das hier könnte... Na, aus He-Man, der Bösi sein. Hatte ich jetzt gerade gedacht. Und hier, das sagt mir von hinten zu wenig. Aber echt sehr viele Anspielungen hier. Sie steht wohl auf Comics, Videospiele und so Zeug, dass sie hier den ganzen Tag herumhängen will. Naja, ich schätze, ich bin nicht anders. Wenn ich den ganzen Tag mit Fleisch umgeben bin, tot oder lebendig. Hi, ich wollte dich etwas fragen. Nur zu. Hast du zufällig einen Comic mit leeren Seiten? Mit leeren Seiten? Was meinst du? Ja, ein Comic mit leeren Seiten, ohne was Gedrucktes. Ich glaube nicht, alle Comics, die ich habe, sind normal mit Text. Tut mir leid. Okay, na gut, danke trotzdem. Kein Problem. Hallo, bist du ein Geek? Naja, ich stehe total auf Videospiele, ich lese viele Mangas, ich liebe Superheldenfilme, sammle alle Arten von Figuren und ich hänge jeden Abend mit meinen Freunden ab, um neue Brettspiele auszuprobieren. Also ja, ich schätze, man könnte sagen, dass ich ein Geek bin. Ich bin weg. Okay, bis später. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich bin da, denke ich mal, ähnlich. Nee, sonst hätte ich die Anspielung gar nicht verstanden. Sehr schöner Laden. Hupsala, wen haben wir denn da oben? Da kommen wir nicht ran. Hier kommen wir auch nicht rein. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Lass uns woanders hingehen. So, hier sind Leute. Man nennt es Basketball oder Streetball, sowas in der Art. Wie
Die Straße überqueren sind wieder näher der Bushaltestelle und Nikas Haus. Noch weiter ist ein Supermarkt, die Burgerbar und der Tierarzt. Am Ende der Straße ist die Bücherei und das unbebaute Land. Ja, geh doch. Was machst du denn? Hä? Warum? Gehst du da nicht hin? Nur weil die Ampel rot ist, mir doch wurscht. Ja, dann machst du halt erst grün. Unglaublich. Wahrscheinlich müssen sie das machen, um einfach mal wieder ein Screen-Ende zu haben. Das ist gar nicht so unklug. Adam Gills Levy unraveled. Alex is on fire. Sieht aus, als liebt dieser Mann seinen Vogel. Ich mag ihn. Da kommt doch sicher wieder ein Kommentar, wieder, ob er den Vogel essen will oder sowas. Hi. Hallo, Mann. Wie ich sehe, gibst du dem Vogel viel zu essen. Du machst ihn doch nicht fett, damit... Warum war das so klar? Damit du ihn essen kannst, oder? Natürlich nicht, Mann. Warum denkst du das? Ich gebe ihm sein Leckerchen. Es ist schon eine Weile her, dass ich ihn bekommen habe, weißt du? Peace, Mann. Ich bin weg. Okay, mach's gut. Weißt du, wer da wohnt? Ich nehme dich auch nicht, also lass uns keinen Ärger machen. Langweilige Einstellung. St. Oates? Der Mehllieferant. Okay, da kommen wir gerade nicht rein. Auf dieser Straße kenne ich nur die Häuser von drei Leuten. Das Haus von Nika, meiner Mama und meins. Und das hier ist keins davon. Also können wir eventuell noch Nika besuchen. Ist das der Mann? Ist das der Mann vom Anfang in den Frauenklamotten? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Gott, wie kitschig. Ja. Sag mal, jetzt ist mir die Frau langsam gruselig hier. Dass sie... Das ist das kitschigste Kleid, das ich je gesehen habe. Gehen wir mal, was haben wir hier? Regenschirme. Nützlich, wenn es regnet und man rausgehen muss. Man hält sie über den Kopf und so wird man nicht nass. Ich weiß, wie es funktioniert. Eine Handtasche in Form eines Herzens und noch eine andere in Form eines Hundegesichtes. Das ist auch eine... wieder eine Violine oder eine Art Musikinstrument. Mein Rucksack ist cool, er ist klein, aber es passen viele Sachen rein und er ist super praktisch. Okay. Verrückt. Nom. Ich bin ziemlich sicher, das sind bunte Cupcakes. Alles in diesem Laden ist super süß. Kannst du nicht an die Kasse rangehen? Nö. Aber riesig ist der Laden nun auch nicht, ne? Hier ist Schmuck. Ringe, Ketten, Armbänder und andere glänzende Dinge. Es gibt Leute, die einen Haufen davon auf Gesichter und Hände tun. Ich habe diese Dinge nie gemocht. Der Gesichtsausdruck. Ich würde eins davon nur anziehen, wenn ich mir sehr hart den Kopf gestoßen hätte. Interessanter Look. Vermutlich noch ein Mann, der Frauensachen mag, wie der Typ an der Kirche. Ich dachte, es wäre der Typ. Hey. Oh, hallo. Heute Morgen habe ich einen Mann mit orangefarbenem Haar getroffen, der sich gern wie eine Frau kleidet. Und jetzt habe ich noch einen gesehen, der einen BH-Rock trägt. Ja, das ist mein Wrestling-Kostüm. Was meinst du mit Wrestling-Kostüm? Ich meine, dass ich ein professioneller Wrestler bin und dass es mein Kostüm ist. Wrestling? Hat das etwas damit zu tun, Leute zu verprügeln? Ja, so eine Art. Die Grundidee ist, dass es so aussieht, als würde man sich prügeln. Aber im Ring tun wir einfach nur so. Wrestling ist wie der Zirkus oder das Theater. Aber warum kämpfst du denn in diesen Klamotten? Es macht mehr Spaß. Und es sind nicht nur dafür da, wenn ich wrestle. Ich ziehe oft sowas an, wenn ich auf Partys gehe oder mit meinen Freunden abhänge. Alle lachen, wenn sie mich sehen. Es gibt nichts Besseres, als Leute zum Lachen zu bringen. Ärgern die Leute dich? Natürlich, immer, aber ich bin eine tolerante Person. Wenn nicht, hätte ich mittlerweile bestimmt schon ein paar Hälse umgedreht oder ein paar Gliedmaßen ausgerissen. Auch wieder eine schöne Anspielung darauf, dass Wrestling Theater ist. Ich schätze, es ist schwieriger, Freunde zu finden, wenn man so gekleidet ist. Nicht wirklich, eigentlich finde ich jeden Tag neue Freunde. Die Leute halten mich ständig auf der Straße an wie albern herum und sie machen Fotos mit mir. Wir haben eine tolle Zeit.
muss gehen. Okay, bis später. Verrückt. Also doch jemand anderes. Sie verkauft nicht nur Kleider und Taschen, sondern scheint auch Anpassungen vorzunehmen. Hi. Hallo, wie geht es dir? Was kann ich denn für dich tun? Ich suche nach einem Buch mit vielen leeren Seiten. Hast du etwas, das sich verwenden könnte? Nein, es tut mir leid. Ich habe nur Klamotten und Accessoires. Im Grunde das, was du hier sehen kannst. Vielleicht könntest du es in der Bücherei oder im Comicladen versuchen. Obwohl ich nicht weiß, ob du ein Buch mit leeren Seiten finden wirst. Ja, guck doch mal auf Amazon nach. Das Erste, was ich tun würde. Die Dinge, die du hier hast. Die Kleider, die Taschen, die Armbänder. Sieht alles aus wie der Kleiderschrank einer Prinzessin. Ich bin sicher, eine Prinzessin würde gerne eins meiner Kleider tragen. Alles, was ich im Laden führe, die Klamotten und die Accessoires, ist Lolita-Mode. Jedes Teil ist ein kleines Kunstwerk voller unglaublicher Details. Hast du etwas gesehen, das dir gefällt? Niemals, ich mag nichts. Oh, und du willst nichts probieren? Manche Mädchen ändern ihre Meinung, wenn sie sich in einem der Kleider sehen. Nein, danke. Okay, wie du willst. Hast du eigentlich deinen Kopf in die Mülltonne gesteckt? Ich glaube, du hast Essensreste in deinen Haaren. Du bist sehr unhöflich. Lass uns nochmal anfangen, in Ordnung? Okay, also, hallo. Hallo, suchst du etwas? Hast du Bücher? Nein, tut mir leid. Wenn du Bücher willst, solltest du in die Bücherei oder in den Comicladen gehen. Ich gehe, ich habe Dinge zu erledigen. Ich wünsche einen schönen Tag. Ach, die Dialoge sind schon köstlich. Verrückt, ganz verrückt. Dort wohnt meine Freundin Nika. Aha. Nicaragua? Ach, wir können sogar reingehen. Was ist denn hier los? Was hat die denn? Was hat die denn da? Eine Wanduhr, sie ist kaputt. Das oder die Zeit in diesem Haus wurde angehalten. All die Gemälde sind sehr hässlich. Naja, mit Ausnahme von dem mit der Katze, das ist ziemlich süß. Das ist Grumpy Cat. Aus dem Internet, ein Meme. Verrückt. Ein Hamster? Das ist Pelusu. Nika. Hamster, er sieht süß aus und isst seine Samen auf dem Kissen. Schon wieder fehlt hier ein Stückchen. Aus der Porous Production also nochmal Hallo. Wir sollten Nikos Mama begrüßen, bevor wir hinaufgehen. Nikos Mama hypnotisiert vom Fernseher. Ja, das ist eine Talkshow. Wahrscheinlich RTL oder so ein Gedöns, ne? So. Hi, Frau Ellen, ist Nika zu Hause? Die ist quasi schon scheintot. Hallo. Verschwende deine Zeit. Sie kann dich nicht hören. Okay. Was ist los mit Nikas Mama? Das Übliche. Sie ist süchtig nach Trash-TV. Sobald der Müll im Fernsehen kommt, versinkt sie im Sofa und napelt sich von der Welt ab. Und jetzt geht's weiter. Es kommt mir vor, als würde es dir auch gefallen. Ja, du weißt schon. Ich will mir das nicht ansehen, aber es ist wie eine harte Droge. Wenn man einmal damit angefangen hat, war es das. Es gibt kein Zurück mehr. Und gut, dass ich genug Samen für den ganzen Nachmittag mitgebracht habe. Ah ja. Sei vorsichtig, es ist sehr gefährlich. Und wenn ich du wäre, würde ich aufhören zuzusehen, bevor es zu spät ist. Aber dieses Programm ist langweilig. Das habe ich am Anfang auch gesagt und jetzt zieh mich an. Aber wenigstens kann ich noch sprechen, im Gegensatz zu Frau Ellen. Sie ist definitiv verloren. Wie auch immer, ich bin hierher gekommen, um fernzusehen. Nicht hergekommen, fernzusehen. Ist Nika hier? Ja, sie ist um in ihrem Zimmer bestellt und bastelt an ihren Dingen herum jeden Nachmittag. Okay, danke. Beeil dich, geh weg vom Fernseher, bevor er dich einnimmt. Oh Mann. Guck mal hier jetzt rein. Nika ist in ihrem Zimmer, nicht in der Küche. Es schauen schon zwei Süchtige fern. Wenn ich diesen Fernseher abschalte und den Kanal wechsle, könnten sie in einen Schockzustand geraten. Das brauche ich im Moment nicht. Aber Pelusu ist cool. Er verdient nicht zu sterben. Lassen wir den Fernseher in Ruhe. Oh Mann. Weitere Gesellschaftskritik. BFF. Best Furl Friend oder so. Oder Best Friends Forever oder keine Ahnung. Ein roter Spind.
Nika lagert da vermutlich seltsames Zeugs. Ich bezweifle, dass sie etwas hat, das ich brauche. Einfach mal ein Bild von Tesla. Nika hängt Poster von Robotern und Wissenschaftlern auf, die versuchen, interessant auszusehen. Wenn ich Poster im Schlachthof aufhängen könnte, während sie von Tieren und Fleisch solchen Dingen geben. Farbige Haftnotizen. Sind wie die, die Mama verwendet hat, um Kundenbestellungen aufzuschreiben. Oh, guck mal, die hat auch Akira da oben liegen. A-Tunic, Mechanics, Batman und ein bisschen Schaltkreisgedöns. Bücher, Kabel, Werkzeuge, Nikas Zeug. Da ist auch ein Gundam. Also sie ist auch ein Geek, auf jeden Fall. Muss wohl eine von Nikas Erfindungen sein. Es scheint für den Karnivorismus nicht sehr nützlich zu sein. Launching all code. Connecting to was? Das geht so schnell. Ich sehe das nicht. Aber da werden irgendwelche sinnlosen All Data transferred. Working Launch, okay. Was genau soll ich denn machen? Energy? Nika ist ziemlich seltsam. Sie mag es, mit mechanischen, elektronischen Dingen zu spielen. Deswegen hat sie Werkzeuge, Kabeltechnik, Bücher und solche Dinge in ihrem Zimmer. Sie mag auch Comics und Filme, besonders wenn darin riesige Roboter vorkommen. Naja, diese typischen Mac-Dinger habe ich aber auch tatsächlich nie verstanden. Ich habe so Mac-Gedöns nie gemocht. Aber jedem das seine. Okay, das ist Nikas Zeug, ja. Nika ist super in allem, was mit Computern zu tun hat. Sie ist die Klügste in der Schule. Eigentlich könnte sie sogar die Klügste auf der ganzen Welt sein. Hi, Nika. Hey, Agatha. Warum bist du nicht in der Metzgerei? Naja, ich wollte etwas frische Luft schnappen. Ich bin an deinem Haus vorbeigekommen und dachte mir, es wäre cool, Hallo zu sagen. Ist das so? Komm schon, es sieht aus, als wolltest du mich etwas fragen. Du liest viele Bücher, oder? Ja, ich liebe Lesen. Aber nur gute Bücher über Mechanik, Elektronik und Technik. Und der Rest bringt niemandem etwas. Hast du ein leeres Buch? Ein leeres Buch? Du meinst ein Notizbuch? Nein, ein Buch. Ein dickes mit vielen Seiten, alle leer. Ah, und der Einband muss rot sein. Nein, warum? Soll ich ein leeres Buch haben? Das wäre ziemlich dumm. Ich schätze schon, aber ich brauche es für etwas. Ich habe ein paar Geschichtsbücher, die super langweilig sind und die ich nicht brauche. Sie haben viele Seiten, willst du sie? Ich gebe sie dir. Nein, danke, ich suche weiter. Verdammt, ich wäre fast losgeworden. Was machst du da? Ich arbeite an einem Projekt. Für die Schule? Okay, es ist für die Schule. Besonders für den Direktor und meine Lehrerin. Aber es ist auch ein Projekt für meine Eltern und meinen Bruder. Für alle, die im Fernsehen dumme Dinge sagen. Für kitschige Dinge. Und für sich wiederholende Videospiele. Für geplante Obsoleszenz und verkantete Schrauben. Finde ich gut. Für diese Dinge und noch viele andere. Aber worum geht's bei dem Projekt? Ich kann es dir nicht sagen. Warum? Es ist ein Geheimnis, okay? Ich habe versucht, mit deiner Mama zu reden, aber sie sagt nichts. Sie schaut fern oder gibt dir keine Mühe. Diese Frau ist ein Wrack, die Gehirn ist ganz verschrumpelt. Ich lasse dich mal allein mit deinem Computer. Yep, Computer, Desktop, super tolle Maschine. Nenn es so, wie du willst. Wie auch immer, bis später. Oh Mann, ein Wrack. Nun dann, ist hier noch was? Nee, da kommen wir nicht ran. Verrückt. Na, jetzt haben wir sie zumindest mal kennengelernt. Die werden wir sicher später auch noch brauchen können. Ganz verrückt. Rübergehen, kommen wir zur anderen Straßenseite. Da drüben ist das neue Burgerrestaurant, der Supermarkt und der Tierarzt. Und wenn wir weitergehen, kommen wir zur Bücherei. Oh, der Tierarzt. Naja, ich ahne ja Dinge, ne? Dieser Supermarkt senkt ständig die Preise. Ich wette, das Fleisch ist auch total billig, aber niemals so gut wie meins. Na, es juckt. Boah, ich kann langsam nicht mehr so quatschen, ne? Ich gehe da nicht rein, ich weiß nicht, wer da wohnt. Das Burger-Restaurant hat noch nicht geöffnet, versuchen wir es später nochmal. Wie ihre Haare flattern. Ich weiß nicht, wer da wohnt, lass uns woanders hingehen. Oh, guck mal.
Ich habe diese Katze schon oft durch die Straßen schlendern sehen. Armes Ding, ich glaube, sie wurde ausgesetzt. Wenn ich könnte, würde ich sie mir mit in den Schlachthof nehmen. Aber meine Mama lässt mich keine Tiere halten, die wir nicht essen. Oh Mann. Ein Hund und ein Vogel in einem grünen Kreis, vermutlich das Logo des Tierarztes. Mhm. Wen haben wir denn da? Der hat sich da irgendwie, der lacht da irgendwie über, dass er Geld eingenommen hat. Der Tierarzt der Stadt. Wenn eins meiner Tiere krank werden würde, könnte er es sicher heilen, aber meine Tiere werden nie krank. Wahrscheinlich haben sie keine Zeit dazu, da ich sie am Tag nach ihrer Ankunft im Laden in kleine Stücke schneide. Oh Mann. Hallo, Tierdoktor. Hallo. Tiere sind richtig cool, findest du nicht? Ja, sie sind cool. Warum versteckst du dein Geld? Ich verstecke gar nichts. Ich gehe, ich habe Dinge zu erledigen. Ja, wie auch immer. Und er lacht dann auch noch so böse. Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Leguan, Vogel. Ah, und da ist noch ein Frettchen. Wie schade, dass sie alle eingesperrt sind. Aber ich schätze, so ist es am besten. Sie sind vermutlich krank. Okay, da ist Upper Rücken oder so. Auch hier ist irgendwie direkt unterm Tisch so eine Öffnung. Wie der Mobster guckt. Alle, eigentlich gucken ja alle relativ unzufrieden, ne? Außerdem ist das da kein Leguan, sondern ein Chamäleon, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich hat er gerade irgendwie Tiere verkauft oder so. Und deswegen lacht er so. Ein Kalender mit einem Foto von einer Katze in einem Korb. Sie vergeben diesen Preis an Orte, die sich gut um Tiere kümmern. Ich habe vor kurzem angefragt, aber sie haben mich ignoriert. Ich habe ihnen sogar einen Haufen Fotos geschickt, wie ich mit den Tieren spiele. Sie füttere, sie liebevoll aufschlitze und ihnen vorsinge, während sie verbluten. Solche Dinge. Oh Mann, das Spiel ist so bösartig. Ich verstehe gar nicht, warum sie nicht geantwortet haben. Nö, ich auch nicht. Fotos von Hunden und Katzen, süß. Schick solche Bilder doch mal an Peter. Ich glaube, danach werden sie dich ermorden. Ach ja. Ganz verrückt. Na dann können wir ja mal hier rüber gehen, mal eben kurz. Da drüben war dann nur noch die Buchhandlung, ne? Was ist, der ist aber fett. Guck mal, das ganze Haus ist er. Er sieht aus, als würde er explodieren. Ja, das kann man auch so zusammenfassen. Hi. Sieht ein bisschen eng da drinnen aus. Ein bisschen, ja. Das passiert, wenn man so fett ist wie ich. Möchtest du ein Lotterielos oder was? Das ist, als würde man Geld verbrennen, oder? Was? Meine Freundin Nika sagt, das Lotto spielen ist, als würde man Geld verbrennen. Naja, so ist es nicht immer. Hunger. Hast du schon mal bei der Lotterie der fetten schwarzen Katze mitgespielt? Nein. Okay, ich erkläre dir, wie es funktioniert. Die Ziehung ist schon bald, aber du kannst doch gerade teilnehmen. Zuerst kaufst du die Lose. Du kannst jetzt kaufen oder ein paar, kannst du einmal machen. Sobald die Lose gekauft sind, kannst du keine mehr kaufen. Du kannst also nur einmal spielen. Dann zieht die fette schwarze Katze irgendwann und wenn er los dran kommt, gewinnst du viel Geld. Und wenn man los nicht gewinnt? Warum denn dann hast du dein Geld verbrannt, so wie es deine Freundin gesagt hat? Boah, reden ist anstrengend. Wenn
du die bessere Chance auf Gewinne haben willst, musst du mehr Lose kaufen. Ganz einfach. Aber denk zuerst davon darüber nach, bevor du dein Geld ausgibst. Wie gesagt, du kannst es nur einmal machen. Muss ich mich jetzt entscheiden? Oh nein, du kannst es jetzt machen oder später. Obwohl, die fette Schwarze Katze in jeder Zeit die Ziehung vornehmen könnte. Oh, was ist denn das da in meiner Speckfalte? Da ist doch ein Donut. Oh, wenn ich also du wäre, würde ich mir nicht zu viel Zeit lassen. Dann willst du mitmachen, oder was? Boah, das ist jetzt aber richtig anstrengend. Vielleicht übertreibe ich bei der Darstellung ja auch ein bisschen, aber das ist jetzt anstrengend. Ich habe im Moment kein Geld. Da kann ich dir kein Los geben. Aber komm wieder, wenn du was Geld hast, oder ein Hamburger und nimm an der Ziehung teil. Boah. Geld haben wir ja nicht. Ich gehe, oder ich habe Dinge zu erledigen. Bis später. Ich hoffe, die vierte schwarze Katze bringt dir Glück. Ja, bestimmt. es ist alles ganz überzeichnet in diesem Spiel, deswegen muss ich auch übertreiben, ansonsten werde ich dem Spiel nicht gerecht. Was haben wir denn hier? Er ist ein Chorizo-Sandwich. Aha. Elsas Show-Zirkus. Suchst du noch etwas? Das ist ein Chorizo-Sandwich, oder? Ja, warum? Ich mag Chorizo. Geh und bitte deine Mama, dir eins zu kaufen. Eins bekommst du nicht. Bist du wütend? Warum gehst du nicht weg und lässt mich in Frieden essen? Du bist ein Grießkram. Wirklich? Warum bist du noch hier? Verschwinde und lass uns in Ruhe arbeiten. Du hast viel zu viele Haare auf Arm und Bauch. Ja, das ist tatsächlich so. Du bist wie ein Bär, mit der Ausnahme, dass Bären schön sind und du hässlich bist. Oh, ist die. Sie ist mehr als direkt. Und du hast Augen wie eine Leiche und deine Haare sehen aus, als wärst du gerade aus dem Bett gekommen. Hey, ich geb dir mein Sandwich nicht, also gib's auf. Ich will dein Sandwich nicht, ich wollte dich nur nerven, weil du keine nette Person bist. Du verdienst es nicht, etwas so Gutes wie Chorizo Sandwich zu essen. Hör mal, Mädel. Ich arbeite jeden Tag sehr hart, also kann ich auch solche Sandwiches essen. Also hör auf zu sticheln und verschwinde von hier. Hau ab. Ich hoffe, er erstickt daran. Ich mag ihn wirklich nicht, er verdient eine Abreibung. Oh. Aber ich werde das nicht übernehmen. Sandro hat mich gebeten, ein dickes, fettes Buch mit leeren Seiten und rotem Einband zu besorgen. Damit machen wir weiter. Das Spiel ist echt köstlich. Oh, mein Hals langsam. Oh. Das ist der Arbeiterfreund des haarigen Mannes. Ein Arbeiter, der sich Notizen macht. Sieht aus, als könnte er der Boss sein. Hallo, Mann im Anzug. Hallo, Mädchen mit Säcken unter den Augen. Bist du ein Boss? Der Boss ist der Typ da drüben, der gerade ein Sandwich isst. Der hat das Sagen. Was zeigt, dass man Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen sollte, nehme ich an. Wenn du nicht der Boss bist, warum bist du dann so angezogen? Damit ich keine Bauarbeiterbräunung abbekomme. Das sieht nicht gut aus. Baut ihr etwas? Ja, aber zuerst reißen wir die Bücherei ab. Wenn wir das Gebäude eingerissen und alles aufgeräumt haben, asphaltieren wir hier alles und verwandeln es in einen Parkplatz. Aber es gibt keine Autos in dieser Stadt. Warum baut ihr einen Parkplatz? Keine Ahnung. Der Boss sagt, wir bekommen einen Haufen Geld, also machen wir es einfach. Naja, wenn es dir nichts ausmacht, ich muss weiter Notizen machen. Tschüss. Oh Mann. Elsa's Show-Zirkus. Können wir da lang? Tatsächlich. Ah Mensch, ist doch Sandros Wagen. Oder nicht? Geht's hier noch weiter? Oh. Er ist traurig. Vielleicht können wir etwas tun, um ihm zu helfen. Hallo, Löwe. Na, hallo. Stimmt etwas nicht? Ich vermisse meine Jungen. Wo sind sie? Vor einer Woche sind sie zum Zoo gegangen. Sie haben gesagt, sie hätten den Zirkus satt und dass sie einen Tapetenwechsel brauchen. Deswegen sind sie zu diesem Zoo gegangen und haben mich hier allein zurückgelassen. Ja, nicht allein, meine Frau ist hier, aber sie ist nicht viel Gesellschaft. Armes Ding.
Ich nehme es Ihnen nicht übel, ich habe dasselbe getan, als ich jung war. Mit meinen Eltern in den Studios gelebt, wo sie Dokumentationen drehen, bis ich es satt hatte, jeden Tag Antilopen hinterher zu jagen. Deswegen bin ich mit meiner Freundin in diesen Zirkus gekommen und habe meine Eltern zurückgelassen. Ich hatte die schönsten Tage meines Lebens hier mit meinen Kindern, aber jetzt sind sie fort und es ist nicht das Gleiche. Ich vermisse sie so sehr. Das tut mir sehr leid für dich. Kann ich etwas für dich tun? Oh ja. Könntest du zum Zoo gehen und meinen Kindern sagen, dass ich sie liebe? Natürlich. Ja, fantastisch. Und könntest du ihnen bitte das hier geben? Was kommt jetzt? Wir reden hier einfach mit Tieren, das ist total normal. Was ist das? Antilopenfleischbällchen mit den besten Savannenkräutern und Baby-Gnu-Blut. Klingt super. Ist sie ja nicht auf, das sind die letzten. Das ist das Leibgericht meiner Kinder von einem alten Familienrezept. Okay, ich bringe die Fleischbällchen zu deinen Kindern. Wo ist der Zoo? Keine Ahnung, sie haben keine Adresse dagelassen, als sie gegangen sind. Okay, ich werde einen Weg dorthin finden, keine Sorge. Danke, kleiner Mensch. Du bist sehr nett. Kein Problem, ich mag es nicht, Tiere traurig zu sehen. Also tue ich, was ich tun kann, um ihnen zu helfen. Kopf hoch, ich bin sicher, deine Jungen vermissen dich auch. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass sie wenigstens das Essen mögen werden. Hoffentlich bringt es die guten Erinnerungen zurück. Kopf hoch. Du wirst schon sehen, deine Kinder werden die Fleischbällchen, die du für sie gemacht hast, lieben. Ich hoffe, sie sind gut geworden. Ich hätte keine Zutaten mehr. Außerdem werde ich keine Fleischbällchen mehr machen können, da die Antilope ausgestorben ist. In dieser Savanne ist eine Wüste geworden, dann sind also keine Kräuter mehr übrig. Wenigstens habe ich noch das Rezept. Was ist denn im Zelt passiert? Na, vor ein paar Tagen bei der letzten Show, eine Nachmittagsvorstellung, haben unsere Kollegen, die Lilliputaner, den Ausgang blockiert und haben alle Leute im Publikum und die Zirkusarbeiter zweigeteilt. Was? Keiner wurde ganz gelassen. Boah, warum haben sie das getan? Na, sie sind mit einem Spiel auf die Bühne gekommen und haben uns eine Gehaltserhöhung gebeten. Man nur halb so viel verdient wie die anderen Schauspieler. Der Boss hat das Publikum gefragt und sie haben geantwortet, dass die Lilliputaner nur halb so groß sind wie normale Personen und deswegen die Hälfte der Bezahlung reichen sollte. Ich glaube nicht, dass die Lilliputaner besonders glücklich darüber waren. Denn sie haben sich ein paar Schwerter geschnappt und die dort herumlagen und auf der Bühne waren plötzlich nur noch halbe Leute. Jetzt verdient also jeder die Hälfte. Ergibt Sinn. Ich sehe dich später, okay? Okay. Das Spiel ist einfach so durch. Im Moment sieht es im Zelt wohl so aus wie in einem Schlachthof. Alles voller Blut und voller Fleisch. Obwohl ich bezweifle, dass Menschenfleisch gut schmeckt. Ich habe den Zirkus nie gemocht, weil sie die Tiere nicht gut behandeln. Sie lassen sie Dinge tun, die sie nicht mögen und sperren sie in Käfige ein. Denn in der Metzgerei sind meine Tiere frei und wir können spielen und lachen. Das ist viel cooler. Schon bald werden sie keine Angst mehr haben, wenn ich sie töte. Dann wird alles perfekt sein. Ich glaube, sie hat noch nicht richtig verstanden, was Tod überhaupt ist. Die Zirkusclowns, offenbar sind sie lustig, aber mir tun sie nur leid. Ihre Gesichter sind sehr weiß. Das kommt bestimmt davon, weil sie nicht richtig essen. Oder vielleicht tragen sie Schminke. Sie werden sicher einfach nicht richtig essen. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Sandros Wagen, das sehe ich. Meine Lieben, abgesehen davon, dass ich gerade schon wieder massiv überziehe, ich würde dieses Spiel tatsächlich gern weiterspielen. Es ist einfach so schön durch. Und es gibt immer noch so viel zu erleben hier, dass ich es gern weiterspielen würde. Allerdings bin ich langsam mit meiner Stimme am Ende. Das heißt, heute werde ich nicht weiter aufnehmen. Ich sage mal danke fürs Zugesehen haben und wir sehen uns gerne morgen wieder. Bis dahin, wir haben heute den 11. Januar oder so und ich bin jetzt mit dem Aufnehmen schon wieder im Februar. Von daher werde ich garantiert auch mal wieder aufnehmen können. Dann sage ich mal, ja, danke fürs Durchhalten. Tüdelü!